Ein wirklich fragiler Markt, was wir da im Moment vor uns haben. Einerseits immer wieder mit der Aufwärtsbewegung. Wir sehen das hier im 4-Stunden-Chart die letzten Tage. Was wollte denn? Sind doch gar nicht so schlecht gelaufen. Man könnte sich eigentlich darüber freuen, dass der Markt hier so tapfer unterwegs war. Super. Aber wir sehen auf der anderen Seite, dass er auch ganz schnell wieder umdreht. Wir sehen das hier im Minutenchart. Also nicht jetzt super ernst nehmen, was das große Bild angeht, aber wir sehen, wie schnell das Ganze in sich zusammenbricht und wie dramatisch das aussehen kann, sehen wir beim Nasdaq beispielsweise. Denn hier sehen wir, zack, da geht mal schnell die Abwärtsbewegung runter. Das wiederum ist allerdings nicht mal das schlechteste Zeichen, was ich mir vorstellen kann als Händler. Denn wenn ich starke Bewegungen sehe, ähnlich wie diese, dann brauche ich doch nur noch auf die schwachen Bewegungen zu warten. Idealerweise in die Gegenrichtung. Da die jetzt nach unten war, müsste es sowas in dieser Richtung eben sein. Und ich hätte großes Interesse, große Lust, dann die Abwärtsseite mitzunehmen. Vorsichtig allerdings. Hier haben wir ein ganz wunderbares Beispiel im Minutenchart. Viele sagen, ja, Minute, kann man das machen? Ja, kann man natürlich auf Minute auch gucken. Das war hier schon eine ziemlich deutliche Aufwärtsbewegung, die wir hier hatten. Ich will das gar nicht jetzt zwingend wellentechnisch aufbereiten, aber solange wir diese Bewegung gesehen haben, waren wir sicherlich der Meinung, oh, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ein Grund, warum ich dann aber nicht vor Begeisterung, wenn wir hier hinfallen, dann sofort auf die Long-Seite gehe, ist, ich brauche es korrektiv. Ich brauche wirklich etwas, was ABC-mäßig geht oder von mir aus auch mehrfach wackelt. Alles in Ordnung. Das haben wir hier nicht bekommen. Also insofern gar kein Ansatzpunkt dafür. Klar, wir argumentieren hier im Minutenchart. Das ist schon sehr kurzfristig, gebe ich zu. Aber das Bild ist natürlich hier grundsätzlich das Gleiche. Wer auf dieser Ebene unterwegs sein will, der muss natürlich immer wieder regelmäßig selber drauf gucken. So schnell können wir keine Nachrichten rausgeben. Wer auch mal ein bisschen übergeordneter unterwegs sein will, der ist natürlich im 15-Minuten-Chart, im Halbstunden-, im Stunden-Chart, auch im 4-Stunden-Chart ganz gut aufgehoben, hier ein bisschen mehr Ruhe da reinzubringen und zu sagen, okay, wir schauen mal, wie das Bild da aussieht. Das tun wir auch im Trade des Tages beispielsweise. Da stellen wir immer wieder Situationen vor. Schaut euch das an. Da ist immer wieder was dabei, was man wunderbar umsetzen kann. Vielleicht ja auch für euch. Deshalb meldet euch an. Es ist kostenfrei. Und nicht vergessen, meldet euch an für Born for Trading. Ebenfalls kostenfrei, schönerweise. Dank unseres Sponsorpartners habt ihr die Möglichkeit, dann sogar Nachrichten aufs Smartphone zu bekommen und dann informiert zu werden, wenn mal sowas passiert. Gestern beispielsweise hatten wir auf diesen Kanälen oder auf dem letzteren Kanal dann einen Trade zum Nasdaq angekündigt. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich ihn so schnell finde. Das war auch im relativ kurzen Bild, wo der Markt dann nach dem Bruch dann relativ zügig hier dann in die entsprechende Richtung gelaufen ist. Ich meine sogar, es wäre diese Bewegung gewesen, weil es irgendwann am Nachmittag war. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Aber ihr seht, solche Sachen, die passieren halt mal ganz spontan und dann ist es gut, dann informiert zu sein. Schaut also selber sehr gerne drauf. Der Markt bietet so viele schöne Gelegenheiten. Und schaut natürlich, ob ihr entsprechend solche Muster habt. Hier bahnt sich das ein bisschen an. Also Freude in beiderlei Richtungen. Nehme ich jetzt im Moment Schub nach oben. Wenn sowas käme, hätten wir sogar noch mal eine Longchance. Und ihr ahnt schon, Schub nach unten, ABC nach oben. Das wäre dann die nächste Short-Gelegenheit. Ob das genauso kommt, wie ich es hier eingezeichnet habe, das bleibt natürlich offen. Der Markt wird es zeigen. Aber als Händler ist man ja genau darauf vorbereitet und kann dann eben losschlagen. So, in diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, ganz, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.